Nicht bei mir, dann. Rülps. Würdet ihr rülpsen oder pupsen voreinander? Oh, jetzt geht's rund. Was gibt's? Wir beantworten Fragen. Ich muss mir den Satz erstmal in meinem Kopf zusammenbauen. Sonst kann es dann eingehen. Was? Nichts, ist gut. Okay, ich habe Fragen auf Instagram gestellt. Ja. Und ja, ihr könnt mir gerne folgen. Diese Marlene. Und auf TikTok. Wie lange kennt ihr euch schon? Die Frage war im Übrigen nicht von mir. Ich habe ganz viele Fragen gestellt. Hast du es nicht gesehen? Nee. Echt nicht? Ist bloß 1,5 Seiten. Ich dachte, du kriegst keine vernünftigen Fragen, deswegen habe ich gedacht, ich frag mal mit. Los jetzt, hau raus. Weiß ich nicht. 8. Februar. Oh mein Gott, ist das süß. 8. Februar? Da hat sie gestreamt. Ach ja, stimmt. Oh süß. Das ist schnuffelig. Wie habt ihr euch kennengelernt? Das weiß ich. Über einen Stream. Da war ich live und dann brauchte ich Hilfe, weil ich wollte mir, also im Spiel wollte ich mir Geld holen. Das wollte ich halt bezahlen und... Was wolltest du bezahlen? Ich wollte mir Geld kaufen. Ach so, okay. Viele haben geschrieben, dass es unnötig ist und dann wollte ich halt jemand, der mir hilft. Und welches Spiel? Dieses komische Autorennspiel, was du hier hast, oder was? Das ist ein Rennspiel, ja. Und es geht dann ohne, ne? Was? Es geht dann ohne Geld, dass man da irgendwas machen kann, oder was? Ja, das wusste ich nicht. Okay, interessant. Wer hat den ersten Schritt gemacht? Ich weiß zwar nicht wozu, das hat die Person jetzt nicht geschrieben, aber ihr habt ja dann einfach miteinander gespielt, denke ich mal, ne? Ja. Er hat mich angeschrieben. Er hat dich angeschrieben, Und sie hat geantwortet. Genau. Ich habe selber geantwortet, ja. Das ist schon ziemlich großzügig von dir, macht's ja auch nicht bei jedem. Nee, aber und was, wann war ungefähr Handynummertausch? Ich hab bestimmt auch so ein, zwei, nee, warte mal. Handy euch am Februar, Anfang Februar und er war ja dann schon auf deinem Geburtstag. Alter, da muss ja dann ganz schön ein reger Kontakt gewesen sein, weil sonst hätte sie dich ja nicht eingeladen. Ja. Okay. Geht er in deine Klasse? Zum Glück nicht. Meine Klasse ist asozial. Er ist ja nichts gegen ihn, das ist wegen meiner Schule. Okay. Alter, wie habt ihr euch kennengelernt? Wann hat er Geburtstag? Am 11.04. Das heißt, am 11.04. wirst du 16? Ja. Okay. 1,5, 1 Monat, 3/4 jünger als Marlene. Ja. Okay. Und seit wann seid ihr dann so richtig zusammen? Oder wann seid ihr da so richtig zusammengekommen? 28.02. Oh mein Gott, Marlene, Alter, du Schatz! Das wusste ich auch. Was? Das wusste ich auch. Ja, genau. 28.02? Ja. Um 15 Uhr, nein, Spaß. Das war wirklich am 22.02. Vor 500 Jahren. Wie groß ist er? 1,87. Er ist riesig. Aber wohl, das fanden wir beide extrem gut, ne? Vor allem die Frage kam von mir, dass sie dich fragen sollte. Weil sie ja immer schon relativ groß ist und ich dachte mir so, boah, Marlene, hast du mal gefragt, wie groß der ist? Und dann hat sie mir die Zahl gesagt, sag ich, Alter, er ist genau so groß wie Papa. Boah, ist das? Das war gut. Oh, das ist eine gute Frage. Was mögt ihr am anderen am meisten? Ihr Lächeln auf jeden Fall. Das Lächeln hatten wir davor gerade. Nee, okay, und du? Alles. Wie haben eure Eltern reagiert? Naja, bei dir weiß ich es ja. Ach, wirklich? Habe ich überhaupt irgendwie reagiert? Vor allem auf was reagiert? Ich war ja quasi bei jedem Schritt dabei. Beim ersten Mal sehen. Und deine Eltern? Ganz normal. Ja. Ist so jeden Tag so, oder? Nein, das nicht. Aber jetzt Blick. Nee, also waren ganz lieb. Ja? Ja. Meine Schwester hat es ausgeplaudert, sag ich mal so. Ja. Und dann, ja. Welche denn? Die 18-Jährige? Nee, die ganz Kleine. Die ganz Kleine? Ja. Ist ja auch nicht schlecht. Okay. Aber ich glaube, deine Eltern oder so sind bestimmt voll genervt mit der Strecke laufen fahren. Ne? Ja. Also ich glaube, ich war auch mega gestresst. Wie viele Wochen ist denn das jetzt schon? Das wievielte Woche? Eine vierte? Fünfte? Ja, vierte. Heftig. Hin zurück. Jetzt ist die Frage, wie heißt er? Also den richtigen Namen, also sag du mal was dazu. Ich möchte gar nicht mitmachen. Ja, bitte den richtigen Namen wollen wir nicht sagen, aber du musst dann auch bei den Kommentaren gucken, ne? Weil viele kennen ihn von seinen Freunden. Die kommentieren auch ganz oft bei mir. Echt, ja? Mhm, ja. Also ist sie bekannt bei dir im Kreis? Ja. Okay. Ja gut, nee, dann lassen wir das einfach sein mit den Kommentaren. Die Kommentare bei YouTube sind ja generell ausgeschaltet. Geht ja auf den Kinderkanal online. Ich finde, ein bisschen Privatsphäre sollte den beiden schon gegönnt sein. Ist das dein Freund auf TikTok gewesen? Ja. Ja, ne? Einen zweiten gibt's nicht.
Hey, wir haben noch Montag, Dienstag. Nein, okay, Quatsch. Lieblingsessen von euch beiden? Oder warte mal, machen wir es ganz anders. Nein! Los, komm! Ja, komm, das traue ich ihm zu. Gegenseitig. Also du sein Essen und du das ihr Essen. Das weiß ich nicht. Ja, easy. Ofenkäse. Ja, das war recht einfach, wa? Und? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Also was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, dass er mega unkompliziert ist im Essen. Ich glaube, dafür ist es noch zu frisch. Keine Ahnung. Lapskaus mag ich am liebsten. Was? Lapskaus. Was ist denn das? Das ist so Fleisch mit Kartoffelpüree zusammengemacht und dann was. Okay. Das mag ich schon gern. Oder Döner. Ganz klassisch. Ah, okay. Wie hast du dazugelernt? Alter, die Frage, seit wann seid ihr zusammen, überragt hier alles? Wirst du ihn auf Insta zeigen? Hast du doch bestimmt schon, oder? Weiß ich nicht. Hast du nicht TikTok auf Insta hochgeladen? Doch, einmal Story. Warst du schon lange, bevor du es öffentlich gemacht hast, mit deinem Freund zusammen? Wie lange wart ihr zusammen, bevor das TikTok online kam? Das war nicht lange. 1-2 Tage? Ich weiß es nicht. Oder einen Tag danach, das kann auch sein. Stimmt, ich glaube, das habt ihr gemacht an dem ersten Wochenende, also nach dem Geburtstag des Wochenende, warst du ja auch hier? Ja, ja. Und da habt ihr das TikTok gemacht, glaube ich. Ja. Würdest du ihn irgendwann zeigen? Das haben wir ja jetzt schon geklärt. Nein, würde ich nicht. Nee, ne? Wir zeigen ihn nicht. Naja, schon wieder, wie war die Reaktion deiner Mutter, als du gesagt hast, dass du jetzt einen Freund hast? Ja, abschieben. Geht gar nicht. Hab ich gesagt? Ja. Dass wir ihn abschieben müssen? Ja. Oh, echt? Meintest du, er sich so ausziehen? Hab ich gesagt? Ja, ehrlich so. Lügt nicht. Aua, Alter! Habt ihr euch schon richtig geküsst? Nein. Nein, die Knutschflecke an den Hälsen, die kamen ja, mit vom Staubsauger. Ja, mit Staubsauger, ja. Staubsauger auf jeden. Wer hat gefragt wegen Zusammensein? Gab es so eine Frage überhaupt? Hast du ein Zettelchen geschrieben? Willst du mit mir gehen? Ja, nein, vielleicht? Nein. Die Nacht drüber schlafen? Ich muss mal gucken. Gucken, wie die Tagesverfassung ist. Führt ihr eine Fernbeziehung? Ja, irgendwie ja schon, ne? Ja, geht. So heftig ist das aber nicht. Fahrstrecke mit der Bahn, 1,5 Stunden von dir bis hierher? Ja. Mit Auto? Stunde. Stunde, ne? Also es ist schon so, dass innerhalb der Woche das echt anstrengend ist, wenn einer von den beiden erst um 13, 14 Uhr Schluss hat, plus Fahrtweg, plus irgendwie wieder zu Hause sein, wenn es doch auch akzeptabel ist, ist dann quasi, dass ihr euch nur 1 oder 2 Stunden sehen könntet. Ja. Also richtig abkacke eigentlich. Darfst du deinen Freund trotz des Coronavirus sehen? Meine Eltern haben es mir nämlich verboten. Marlene, komm. Ich hab selber Corona. Welche Nationalität ist er? Deutsch. Türkisch, oder? Ja. Er kann mehr Türkisch als ich. Echt jetzt? Ja. Was hat Mara dazu gesagt? Ich glaube, dazu kann Marlene gar nicht sagen. Aber sag doch mal, was du so von Mara, von Maras Seite aus her. Jetzt muss ich nicht alleine Monopoly spielen. Hat sie gesagt? Nee, denke ich. Ach so, nee, sie hat gesagt, Mama, weißt du was? Die lagen da oben voll verknotet ineinander. Ich habe mich gar nicht getraut, an der offenen Tür vorbeizulaufen. Ich glaube, das ist eine fiese Frage, aber ich frage trotzdem mal. Wenn ihr euch was aussuchen dürftet, was würdet ihr an euch gegenseitig ändern? Also gibt es schon irgendwas, wo du sagst... Er ist richtig frech manchmal. Du erst am frechesten hier. Nein, gibt's nicht. Perfekt. Marlene, Alter, du auch sagst nichts, ey. Hab ich doch gesagt. Seine freche Art. Ich bin zu frech. Aber was heißt ja? Was sich liebt, das neckt sich. Nee. Was? Nee. Hattest du Angst, ihn deiner Mama vorzustellen? Ja. Ich glaube, ich war die Einzige, die ihm Hallo gesagt hat an dem Tag als erstes, oder? Ja. Ja, stimmt. Darf er bei dir übernachten? Nein, definitiv nicht. Und warum hast du 2 Decken auf deinem Schoß? Weil ich mehr brauche für mich. Ach so. Er schläft auf dem Boden da. Ich habe ausgeklappt für mich. Ja. Eigentlich kannst du dich wirklich geehrt fühlen, ja? Marlene schläft normalerweise wie so ein Hampelmännchen immer in ihrem Bett quer. Sie hat immer gesagt, sie wird ihr Bett niemals teilen. Niemals. Alter, was stellt ihr hier für Fragen? Wollt ihr mal Kinder haben? Wer hat zuerst gesagt, dass er dich liebt? Also, ich liebe dich. Wer hat das zuerst gesagt? Was sind eure Gemeinsamkeiten? GTA. Weiter? FaceTime? Weiter? Bett. Weiter? Zu Hause sein? Weiter? Weiß ich auch nicht. Ey Leute, ich habe jetzt die ganzen Fragen beantwortet. Könnt ihr jetzt mal mitmachen, ihr Schweine? Mach jetzt was. Was soll ich sagen? Kannte er Marlene schon vorher? Ja. Wie lange schon? Nicht. 1-2 Jahre. Alter. Chillst du öfter bei deinem Freund oder er öfter bei dir? Ich bei ihm. Er wohnt hier. Welche Haarfarbe hat dein Freund? Braun, hellbraun. Guckt ihr?
Das ist blond, oder? Nein, ich glaube, das nennt man im Sommer blond. Wird das blond. Ja, echt, ja? Ja. Okay. Er ist ein Chamäleon. Wer von euch beiden ist schneller beleidigt? Marleen. Echt jetzt? Ja. War er überhaupt schon beleidigt? Nee. Weiß ich nicht. Marleen ist so ein richtiges kleines Mädchen, ne? Ja. Peinlichste Situation, die euch schon passiert ist? Marleen hat wieder mal beim Lachen gepupst. Nein. Gibt es irgendeine peinliche Situation? Nein, ne? Nee, eigentlich nicht. Nee, ne? Mann, nochmal. Warte. Pass mal bitte hier im Maul an. Ich lenke sie ab und du machst, okay? Okay. Was streitet ihr euch oft? Nein. Oder wie oft habt ihr euch jetzt in den paar Wochen jetzt gestritten? Gar nicht eigentlich. Ich hätte jetzt so spontan gesagt einmal. Wann? Vor ein paar Tagen hier ging es da, wo ihr da zusammen gespielt habt, wo Marleen hier eingeschnappt saß. Ja, das weiß ich noch. Ach so. Ja, doch, oder? Das also war aber kein Streit. Das war kein Streit, das war nur eingeschnappt sein werden. Ja, so ne? Wie immer halt. Wie haben seine Eltern und Geschwister reagiert, dass du jetzt deine Freundin hast? Ich glaube, noch interessanter wäre, dass sie jetzt deine Freundin ist. Nicht, dass eine deine Freundin ist, sondern dass Marleen jetzt deine Freundin ist. Würde ich interessanter finden. Ja, bei mir ist es interessant. Kennt die noch nicht. Und ja, meine Schwester war so, ne, du schreibst mit der, wo ich mit ihr angefangen habe zu schreiben. Ja. Die Kleine oder wer? Nee, die 18-Jährige. Huh. Und meine Tante natürlich. Die ist richtiger Fan. Echt? Ja. Oh, finde ich gut. Wo war euer erstes Date? Im Hamburger Dungeon, ja, oder nicht? Ja, das war kein Date, das war ein Treffen. Ja gut, das ist okay, ich verstanden. Ja gut, dann war das erste Treffen hier zu Hause, oder was? Ja, oder? Ja, weißt du das noch? Welches Datum? Eigentlich bist du im Datummerken richtig gut. Bin ich auch. Ich weiß ja, wann er Geburtstag hat. Nee, aber auch so zusammengekommen und alles. Also bis ja, das wusste ich ja auch. Oh. Hey, greif nicht an. Die ist richtig auf Krawall. Nein. Seid ihr arg eifersüchtig? Nee, eigentlich nicht. Geht eigentlich. Ja gut, aber hast du schon mal bei ihm irgendwas mitbekommen? Ich glaube, Marleen kann ganz schön doll eifersüchtig sein. Wenn sie jetzt mitbekommen würde, dass du mit irgendjemandem schreibst oder so. Dann kann ich mir schon vorstellen, dass Marleen zur kleinen Diva mutiert. Noch kam nichts. Wird auch nicht kommen. Was habt ihr schon alles so erlebt? Naja, wir waren draußen. Die waren zusammen auf dem Spielplatz, die haben schon bestimmt die Bettwäsche zusammen gewechselt. Ja, die hier. Maris hatte da sein Eis drauf gemacht. Ja, das war toll. War eine sehr intensive Zeit. Er hat die Decke gehalten und ich habe das so drum gemacht. Ja, ich hab's auch einkaufen waren wir noch. Ja, wir haben Granatapfel gekauft. Der immer noch im Kühlschrank liegt. Ja. Wir waren schon mal in Emshorn, da habe ich ihn mal abgeholt. Oh, schön. Habe ich am falschen Gleis gewartet. Sie wartet auf der anderen Seite. Ja, war wirklich so. Also ich habe ihn nicht gesehen, aber ich habe die Bahn gesehen. Und dann bin ich schnell die Treppen runtergerannt. Nee, wart auch schon in Hamburg unterwegs, ne? Ja. In der Kunsthalle. Stimmt. Ja. Und wir waren auch mal bei Starbucks. Wer hat den besseren Humor? Nee, ich. Ich schwöre sogar. Zack, der erste Streit hätten wir auch. Ich, definitiv. Ne? Ja. Was hält er davon, dass deine Mutter YouTube macht? Möchtest du irgendwas loswerden? Nee, finde ich gut. Ich meine, ohne mich hätte ich das Geld, ne? So kann ich mal eben mal angucken. Ja, gut stalken. Mag Mares ihn? Du glaubst schon, wa? Ja, glaube ich auch. Ich glaube auch, dass der dich mag. Hättest du schon einen Plan, wie das weitergehen sollte, wenn wir jetzt spontan umziehen sollten? Kontaktabbruch. Nein, Spaß. Keine Ahnung. Genauso wie vorher. Nur längere Fahrzeiten. Ich gehe davon aus, dass ich ein weiteres Zimmer suchen muss. Oh. Naja gut, das ist ja jetzt noch nicht spruchreif oder irgendwas. War es für dich peinlich, als er dir einen Knutschfleck gemacht hat? Ja, fand ich total scheiße. Du bist gar nicht runtergekommen. Was? Ja. Passt mir nicht. Runtergekommen. Was redest du? Hier oben. Also runtergegangen, meinst du? Ja. Hä, ich war unten. Ich war sogar draußen. War auch in der Schule. Durfte ich mir auch einiges anhören. Ja? Auch von Taya? Ja, von irgendwelchen Leuten, mit denen ich noch nie gesprochen habe. Aus meiner Klasse. Ja? Ja. Mit denen du noch nie gesprochen hast? Ja, selten. Eher Kontakt vermieden. Machst du Pepe? Ja. Frage auch beantwortet. Rülpst du? Würdet ihr
Rülpsen oder pupsen voreinander? Oh, jetzt geht's rund. Willst du, mal ein Spiel auf mein Pad spielen? Ich nicht, aber ja. Willst du mal ein Spiel? Er würde? Willst du mal ein Spiel? Maras, Baby, wir drehen gerade ein Video. Du kannst mitmachen, aber du musst kurz leise sein, okay? Also so viel zum Thema, ob die sich mögen. Also er hängt immer an seinem Rockzipfel. Nein. Da gibt's auch Spiele. Was machst du gerne mit deinem Freund, wenn ihr draußen seid? Maras beim Fahrradfahren zu gucken. Nein, schwimmen. Schwimmen, ja. Wir gehen in meine Alster schwimmen. Alster ist das doch, ne? Elbe. Nein, die Alster in Hamburg. Das dieses Wasser. Ach so, das meinst du. Wirst du irgendwann noch seinen Namen verraten? Weiß nicht. Er hat ja jetzt einen neuen Namen bei uns. Und wer hat den erfunden, den Namen? Maris eigentlich. Hier. Ja, ne? Deiner, wie heißt du? Maris? Pepe. Wie heißt er? Nein. Wie heißt er? Sag ich nicht. Sagst du nicht? Schade, ich dachte, du verrätst mir, wie er heißt. Tschüss, schön, dass ihr dabei wart. Danke fürs Zusehen. Lasst ein Like da. Peace out.